Heute gibt es leckere Reibekuchen wie vom Weihnachtsmarkt und was darf daneben nicht fehlen? Natürlich Apfelmus. Deswegen gibt es auch dazu ein schnelles und einfaches Rezept von mir. Zuerst habe ich für die Kartoffelmasse die Kartoffeln geschält, dann gerieben und dann kommen noch feingewürfelte Zwiebeln, Eier, Mehl sowie Salz und Pfeffer hinein. Das Ganze gut miteinander verrühren bzw. sehr gut vermischen und ja, dann ist die Masse auch schon fertig. Jetzt geht es auch schon weiter in eine Pfanne. Reichlich Öl in die Pfanne geben und dann auf mittlerer bis höchster Stufe erhitzen. Ich mache das Ganze auf Stufe 7 und habe insgesamt 9 Stufen. Und ja, dann portionsweise Kartoffelpuffer darin ausbacken. Ich habe jeweils zwei Esslöffel als Häufchen immer in die Pfanne gegeben und beidseitig goldbraun ausgebacken. Weiter geht's mit dem Apfelmus. Dafür habe ich die Äpfel geschält und in Würfel geschnitten. Dann kommen Wasser, Vanilleextrakt, eine Zimtstange, Zitronensaft und Zucker in einen Topf. Das Ganze kurz auf höchster Stufe zum Kochen bringen und dann die Äpfel hinzugeben, kurz vermischen, den Deckel aufsetzen, anschließend den Herd sofort auf mittlere Stufe runterstellen und dann ca. 15 bis 20 Minuten köcheln lassen. Die Zimtstange herausnehmen und das Ganze dann mit einem Pürierstab feinpürieren. Nun könnt ihr die Kartoffelpuffer mit Apfelmus oder zum Beispiel mit weiteren Soßen servieren und das Rezept dazu findet ihr natürlich wie immer unten in der Beschreibung.